Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Wins and Fails. Ich bin letztens erst mit Sunny Wish das New Hillcrest Championat geritten. Heute ist hier Sapphire Wish nochmal dran. Heute und morgen wahrscheinlich werden nochmal Wins and Fails mit der kleinen Maus kommen. Ja, und ich habe heute mal ein bisschen ein anderes Outfit nochmal drauf, dass ich nochmal etwas Abwechslung reinbringe. Meine Werte sind 45 auf Reiten, 24 auf Pflege, 36 auf Befehl sowie 22 auf Springen und meine kleine Saffy kommt daher mit 28 Stärke, 22 Disziplin, 28 Geschwindigkeit, 17 Ausdauer und 24 auf Agilität. Yo, ich würde sagen, wir begeben uns direkt mal zum Start, damit wir nicht zu spät kommen und hier noch nennen können. Und dann wollen wir mal gucken, wie es läuft. Saffy scheint gerade noch ein bisschen verschlafen zu sein, aber das wird gleich schon in Rennadrenalin wechseln, hoffe ich. Also bis gleich. So, los geht es. Oh, hier ist noch ein Connemara neben mir. Und hier sind generell noch ein paar weitere Connemaras in dieser Gruppe drin. Die Rasse erfreut sich hier wirklich in Star Stable allergrößter Beliebtheit, muss man wirklich so sagen. Aber sie sind ja auch klasse, ne? Sie sind ja auch wirklich toll. Man kann da irgendwie rechts rum. Ich habe es einmal versucht und habe es kolossal versaut. Und seitdem traue ich mich das nicht mehr. Seitdem mache ich das nicht mehr, weil ich immer das Gefühl habe, dass es dann nur mies laufen kann. Was zur Hölle war das denn? Super, ist ja bei mehreren passiert. Herzlichen Glückwunsch. Sowas hasse ich immer, wenn man nicht wegen einem eigenen Fehler, sondern wegen irgendeiner schlampig programmierten Sache failt. Das hasse ich wie die Pest. So. Aber gut. Oh. Dann müssen wir halt gucken, dass wir wieder so weit wie möglich nach vorn kommen. Aber sowas ist halt wirklich extrem ärgerlich, weil ich habe ja da keinen Fehler gemacht. Ich bin ja nirgendwo gegengeritten. Ich habe einfach enorm abgebremst. Manche sind ganz normal durchgekommen. Ich glaube, vier weitere sind auch noch genau an der Stelle stehen geblieben, obwohl sie nirgendwo gegengeritten sind. Das ist dann halt wirklich, wo ich so eine Sache, wo ich sage, GG Star Stable, kommt mal klar und kriegt irgendwie eure unsichtbaren Wände aus dem Spiel. Das ist halt immer ziemlich fail. Es gibt Stellen, wo das jetzt nicht weiter tragisch ist, weil das halt eine Stelle ist, die jetzt für Chumpies irrelevant ist. Wie zum Beispiel die Brücke, wenn man von den Feldern hinten Richtung Erntefeldprovinz reitet. Da ist das nicht tragisch. Wow. Aber bei dem Championat ist das schon wirklich extrem nervig und ärgerlich. Es ist Platz 5 geworden. Es war eher ein Fail, aber ein nicht von mir verschuldeter Fail. Jeder, der da eben stillstand, hat nicht gefailt. Und hört bitte endlich mal auf, mir zu gratulieren, wenn ich nicht platziert bin. Wann lernt ihr es endlich mal? Ich spreche damit nur die Leute an, die einfach so unfair sind, nicht mal den Leuten zu gratulieren, die platziert waren. Und sie waren in meiner Gruppe. Sie stand nämlich am Anfang daneben und ich finde das immer, man sollte niemals jemandem gratulieren, nur weil man ihn kennt. Seid doch mal so fair und gratuliert denen, die gut geritten sind. Ich reg mich da immer wieder drüber auf. Ja, so ein Glückwunsch an alle ist schon wieder was anderes, aber hebt doch nicht die Leute hervor, die was verkackt haben, die nicht platziert sind. Macht das doch nicht. Hebt die Leute hervor, die gewonnen haben. So, dabei waren Mary Winterberg, Lucy Pinking. Was? Was ist das denn für ein Nachname? Den habe ich noch nie gesehen, so in der Zusammenstellung. Aber irgendwie cool. Amelie Sweetlund, Lia Starwell, Catherine Raindaughter, Lydia Catpolus, Lila Bunnystorm, Alla Ponyberg, Bella Northcage, Chantal Diamond Sky, Lena Mountain Daughter, Mandy Mighty Lake, dann Daphne Dolphin Smith, Gabrielle Lightweb, Ruth Yellow Knight, dann reihe ich mich ein. Sandy Fastroad haben wir dann noch. Und herzlichen Glückwunsch ganz besonders an die drei Platzierten, nämlich an Platz 3 Lisa Swiftwell, an Platz 2 Holly Suntree und auf Platz 1 Alia Ponyrock. Ja,
Das sind die Platzierten. Herzlichen Glückwunsch. Und es ist nicht böse gemeint, aber ich will keine Gratulationen, nur weil ich ich bin. Ich fordere auch keine Gratulation, wenn ich gut geritten bin. Aber dann ist es okay. Gratuliert doch bitte denjenigen, die gut geritten sind und nicht anderen, weil ihr vielleicht, was weiß ich was. Ich sage auch nicht, wenn jetzt eine gute Freundin, sagen wir Mandy, wäre mitgeritten, sie wäre Platz 11 oder was. Sage ich auch nicht, herzlichen Glückwunsch, Mandy. Geil gemacht, du bist nicht disqualifiziert worden. Ja, ihr wisst, wie ich es meine. Bitte, bitte seid so fair und gratuliert den Platzierten und nicht mir, weil ich ich bin. Das möchte ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.